Also da habt ihr mich jetzt wieder auf ein Video aufmerksam gemacht. Hauptsache erst einmal Stethoskop um damit Medizinwissen und auch Seriosität ausstrahlen. Kann man auch, finde ich, machen, sofern man auch tatsächlich in diesem Bereich natürlich arbeitet. Die erste Aussage aber, Corona hat das Immunsystem kaputt gemacht, lässt am medizinischen Fachwissen zweifeln. Für alle einmal. Die Aussage, dass durch Lockdown, durch Maskenpflicht etc. das Immunsystem runtergefahren ist, ist weder belegt noch erklärbar. Für den Laien klingt das vielleicht logisch, aber unser Immunsystem ist so komplex und auch in den 2 Jahren Lockdown hat euer Immunsystem permanent 24/7 gearbeitet. Und vor allem, unser Immunsystem ist nicht wie ein Muskel und bildet sich nicht zurück. Ganz wichtiger Satz. Ach ja, und ganz kurz auch, warum nun aktuell so viele Kinder zum Beispiel das RS-Virus haben. Das liegt nicht daran, dass das Immunsystem runtergefahren ist, sondern einfach aktuell 2 bis 3 Jahrgänge das RS-Virus auf einmal bekommen, da in den letzten 2 Jahren aufgrund der Hygieneregeln etc. die Kinder sich nicht angesteckt haben. Also, unser Immunsystem sitzt natürlich nicht nur im Darm. Ja, unser Darm spielt dafür eine wichtige Rolle. Aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel zur Nährstoffaufnahme, auch Vitamine, Mineralstoffe etc., die natürlich wichtig sind für das Immunsystem. Und ja, da hat sie recht, ca. 70% aller bei uns im menschlichen Körper befindlichen Immunzellen sind im Darm. Das wiederum erklärt auch, wieso ungefähr 80% aller Abwehrreaktionen tatsächlich in diesem Bereich des Körpers stattfinden. Jetzt aber eine Darmkur anpreisen, irgendwelche Produkte zu verkaufen, ist absolut nicht medizinisch sinnvoll. Ich nenne euch jetzt einmal 3 Tipps für ein gesundes Mikrobiom und damit auch wichtig für euer Immunsystem. Tipp 1. Esst täglich fermentierte Lebensmittel, also alle durch Milchsäure vergorene Lebensmittel, wie zum Beispiel Sauermilchprodukte, Sauerkraut, das koreanische Kimchi. Warum? Weil die dadurch entstehenden Milchsäurebakterien, die zählen zu den nützlichen Bakterien. Das Wachstum von schlechten Bakterien und Schadstoffe werden dadurch reguliert und die Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffen wird optimiert und die sind auch am Fettstoffwechsel beteiligt, diese guten Bakterien. So, Tipp Nummer 2, weniger Fertiggerichte. Denn hochverarbeitete Lebensmittel und Fertiggerichte mit hohem Fett, Weißmehl, Zuckeranteil sowie Emulgatoren und Konservierungsmittel, die sind Gift für unser Mikrobiom. Tipp Nummer 3, Ballaststoffe. Denn Ballaststoffe sind das Futter für unsere guten Darmbakterien. Diese können nämlich die Ballaststoffe aufspalten und verwerten. Und dabei produzieren sie auch kurzkettige Fettsäure, die entzündungshemmend, cholesterinsenkend, insulinregulierend wirken können. Und wo finden wir diese sogenannten Ballaststoffe, löslichen Ballaststoffe, die ja auch präbiotische Ballaststoffe bezeichnet werden? Die sind zum Beispiel in Haferflocken, Erbsen, Bohnen, Zitrusfrüchte. Die Auswahl ist also ziemlich groß und damit solltet ihr beginnen, bevor ihr irgendwelche Darmkuren von Menschen kauft, die mit Corona und Maskenpflicht argumentieren. Wirklich problematisch dieses Video.